Freunde, ich habe hier ein neues Produkt in dieser Work Bottle von APS. Das grüne, das ist ein Shampoo, was wir jetzt demnächst neu rausbringen werden. Ein Shampoo von APS, ein pH-neutrales Shampoo, also für alltägliche Wäsche oder für Wäsche jede Woche, ne? Und das ist so gut wie fertig. Das hat jetzt eine grüne, random eine grüne Farbe, damit man das Ganze sehen kann, die Flüssigkeit, wie sie sich verhält und so. Das ist aber wirklich einfach nur zufällig gewählt worden, ne? Das heißt, ich brauche jetzt eine endgültige Farbe für das Shampoo und einen Namen für das Shampoo. Beides fehlt mir noch und da habe ich gedacht, wieso machen wir das Ganze nicht zusammen? Und bei der Farbe könnt ihr mir ganz leicht helfen. Und zwar, wenn ihr die Videobeschreibung aufmacht, ist da ein Link. Und wenn ihr da drauf geht, dann könnt ihr da eine Farbe auswählen. Also eine Farbe wählt ihr aus, eure Lieblingsfarbe, keine Ahnung, oder die Farbe, die das Shampoo haben soll. Ne? Und dann gucken wir uns die Statistik an und das meiste, was gewünscht wird, so färben wir das Shampoo dann ein. Ne? Und dann habt ihr quasi so eine zusammengewählte Farbe. So, dann kommt jetzt nochmal der Name, das ist ein bisschen schwieriger. Ihr könnt unten in die Kommentare einfach einen Namen reinschreiben. Ich weiß, ihr seid mega kreativ, ne? Deswegen wird das wahrscheinlich super geil. Ihr könnt einfach in die Kommentare einen Namen reinschreiben, den ihr für das Shampoo wünscht. Ja? Und dann gucken wir uns die ganzen Vorschläge an. Das ist ein bisschen schwieriger, weil man muss auch gucken mit Markenrechten und so weiter. Ihr könnt jetzt nicht irgendwie Markennamen auswählen für das Shampoo und dann so nennen. Aber ihr seid ja wirklich mega kreativ, da kriegen wir bestimmt 1000 Sachen. Und dann werden wir einen Namen auswählen für das Shampoo und derjenige, der das ausgedacht hat, diesen Namen, der bekommt von mir 5 Liter von dem fertigen Shampoo dann. Wenn das dann fertig ist, dann bekommt er dann 5 Liter von mir zugeschickt. Ne? Deswegen könnt ihr, wenn ihr wollt, natürlich unten mitmachen oder wenn ihr sagt, ich möchte nichts kommentieren, dann schickt mir einfach eine E-Mail an service@autopflege-shop.de und dann könnt ihr auch mitmachen. Einfach Produktname und dann schreibt ihr einfach den Namen, der euch einfällt. Ja. Und wir machen jetzt Folgendes, das Shampoo ist ja soweit fertig und wir waschen jetzt einmal das Auto damit. Und das Ganze machen wir an dem Raff, ne, der ein bisschen über die Zeit ein bisschen gelitten hat. Man sieht hier schon so Vogelschiss, komplett jetzt mit Staub bedeckt, ne, also schon lange nicht mehr gewaschen. Ich hatte auch nicht mehr so die Zeit hier vorne. So, ich habe den jetzt in die Waschhalle gefahren, die Räder, die Felgen und so weiter, das habe ich schon gemacht. Ne, haben wir schon 1000 Videos abgedreht. Ich denke mal, das ist ein bisschen langweilig. Wir fangen gleich mit der Wäsche an. Und guck mal, was hier ist. Ne? Da komme ich vom Einkaufen wieder, auf dem Parkplatz stand der Wagen, Alter, und dann ist hier so eine mega Delle, keine Ahnung, vom Einkaufswagen oder vom Fahrrad oder so. Und meint ihr, dieser Sohn hat da irgendwas hinterlassen, irgendeinen Zettel oder so? Null, null. Alter, und das ist gedeckt durch eine Privathaftpflicht für 50 Euro. Kannst du im Internet abschließen, ist das Ganze versichert. Ich verstehe das nicht, ne? Zur Vorwäsche habe ich jetzt Actifoam benutzt von Sonax aus der Profiline und jetzt können wir das Ganze mit einem Hochdruckreiniger runterpusten. Zum Dosieren, das ist je nachdem, wie die Verschmutzung ist, wie viel Schaum ihr haben wollt, ja, 30 bis 50 ml. Ich nehme jetzt 50 ml auf diesen großen Eimer. So. Und dann das Ganze aufschäumen. So, guck dir das an. Bisschen übertrieben sogar mit der Dosierung. Ne? Wir haben jetzt einen Fokus gelegt, dass das Ganze halt pH-neutral ist und sehr, sehr slick ist, also sehr, sehr glatt ist. Ne? Also beim Waschen soll das extrem gut gleiten.
Und das ist, fühlt man schon in der Hand halt. Wenn man in die Hand reintut, ne, dann könnt ihr das schon zwischen den Fingern fühlen, wie das Ganze am Gleiten ist. Denn durch das Gleiten wird der Schmutz ja in den Handschuh befördert, ne, und gleitet über die Oberfläche. Und dann vermeiden wir dann damit halt die Kratzer, ne, bei der Wäsche. Normalerweise nach der Wäsche fällt irgendwann mal der Schaum ja in sich zusammen, aber guckt euch das Ganze einmal an. Ich habe jetzt den ganzen Wagen gewaschen, ne? Und das Ganze schäumt immer noch. Ja, also es ist wirklich, wirklich slicky und dann auch so stark schäumend, dass es wirklich richtig Spaß macht, das Auto zu machen. Dann sind wir mit der Wäsche durch, einmal abtrocknen mit dem neuen Sahara, was heißt mit dem neuen? Mit dem aktuellen Sahara-Tuch XL und dann sind wir durch. So, ich habe meinen Part erledigt, ich habe den Wagen jetzt fertig gewaschen, jetzt seid ihr dran. Unbedingt unten abstimmen, welche Farbe das Shampoo haben will und dann nochmal natürlich den Namen angeben oder in die Kommentare reinschreiben oder per E-Mail schicken. Und derjenige, der gewinnt 5 Liter von dem super geilen Shampoo, also wirklich hochschäumend, super, super gleitend, also wirklich absolut top, ne? Mir fehlt nur noch Farbe und der Name. Wenn ihr noch ein bisschen Zeit habt, dann guckt euch mal auch diese Videos an. Vielen, vielen Dank, dass ihr zugeguckt habt. Bis demnächst.